So, hallo an alle, zur nächsten Folge von Minecraft Galaxy. Heute Folge Nummer 19. Wir dürfen wieder etwas produktiv sein. Der Server hat gerade ein bisschen Probleme gehabt. Ich glaube, bei Team Delta hat es heftig geruckelt. Ich hoffe mal, das geht bei uns jetzt. Ich gehe einfach mal drauf und hoffe einfach mal, dass in unseren Gebieten alles flüssig läuft. Wir werden sehen. Logging in. Ja, ich bin drin. Ja. Und es scheint auch gut zu gehen. Oh, ja, scheint gut zu funktionieren. Wir sind noch gerade alleine drauf. Okay, alles gut. Ich wollte mal gucken, ob der nächste wieder mit jemandem aufnehmen sollte. Wie, auf wen hättet ihr denn Lust? Wenn nicht, frage ich ihn einfach mal an und sag hier, du, pass auf, wir könnten nächstes Mal wieder aufnehmen. Wäre vielleicht ganz cool und ja, so viel zum Anfang. Dann, wir haben sehr, sehr viel gemacht, sehr, sehr viel getan, sind aber trotzdem noch mal dabei und versuchen hier ein bisschen weiterzukommen. Denn wir könnten bei Witchery einen kleinen Tacken weitermachen, unter anderem. Ich würde gerade nochmal hier übrigens einen Crafting-Box daraus hinstellen. Na komm, ich breche meine Redwood-Blöcke an. So. Andererseits hier ein bisschen Holz durchhäckseln, andererseits auch gerne hier nochmal was raustun. Das hier ist das Crafting-Rezept von was weiß ich nicht alles. Wie man Mutantes bekommt. Und deshalb, ja, ich würde mal ganz kurz hingehen und einen Crafting-Table neben hier hinstellen und diesen auch die ganze Zeit benutzen. Richtig cool ist, dass hier irgendwie der checkt die Kiste, obwohl die Kiste gar nicht mal direkt dran steht. Ist richtig cool. Ja, ich wollte mir Folgendes machen. Ich wollte das Rezept hier nehmen und... Ah, der hat das auseinandergewürfelt hier. Der hat das hier unscheiß auseinandergewürfelt, das normale Rezept. Hingehen. Ja. So, und erstmal einmal dieses Rezept hier durchcraften. So, damit kriegen wir Mutandis. Ich brauche halt weitere Chicken Eggs jetzt gleich im Anschluss. Das ist furchtbar. Die brauche ich leider, weil ohne geht's nicht. Ich muss echt mal ein bisschen rumgehen, mal gucken, ob ich Eier herbekomme. Spark hat keine Eier, habe ich schon im Livestream gesagt. Ja, da ist es so im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe hier echt keine normale Chicken Eggs. So, mit diesem Mutandis können wir eine bestimmte Sache erstellen, die ich jetzt gleich brauche. Und das geht am besten, indem wir zum Beispiel einen Sapling nimmt. Ich brauche nochmal eine Schere gleich. So, habe ich Eisen dabei? Ja, ich brauche nochmal eine Schere. Einen Sapling nimmt und bei diesem Sapling das drauf benutzt. Kriege ich Fern raus. Das wollte ich nicht. Nochmal benutzen. Kriege ich eine Seerose? Wollte ich auch nicht. Nochmal benutzen. Eine normale Rose wollte ich auch nicht. Oak Sapling wollte ich auch nicht. Wollte ich auch nicht. Bird wollte ich auch nicht. Nein, wollte ich nicht. Eine letzte Chance habe ich noch. Auch nicht. Ah! Schade, wir haben leider nicht das Richtige hingehext, wie wir es gerne haben wollen. Das ist ein Problem. Ich brauche noch ein weiteres Ei. Chicken Egg. Und, ja, werde ich mir gleich besorgen, aber vorerst nochmal hier. Kann ich hier mal ein bisschen, mal einen Draken killen. Das ist doch richtig furchtbar hier. Alter. Ihr kleinen, widerlichen Baumännchen. Ihr schreit aber sowas von hier gegen. So, nochmal. Selbst Prinzip hier. Ja. Haben wir es bald. Ich kann dich so nicht treffen. Jetzt habe ich sie gekriegt. Okay. Schön. Dann nochmal hier die Belladonna Seeds. Und hier vielleicht ein paar Icy Needles. Wäre schön. Ja. Schon wieder so ein Vieh. Nein, Mandrake. Oder Alraune. Auf Deutsch umgesetzt. So. Nochmal eine. Ich weiß gar nicht, hier Getreide kann ich mir sparen. Ab sofort. Den, wie gesagt, habe ich eigentlich genug. Habe ich irgendwie verpennt. Es ist furchtbar, die Alraune jetzt mal zu killen. Ah, diese Schreie, wie ein Gast. Tut mir leid, dass ich dich gerade aus dem Boden gerissen habe, aber ich brauche mal kurz dich. Alter. Gehen die ab wie sonst. So, Getreide kann wie gesagt auch weg. Und ich habe hier meine Hake. Dann pflanzen jetzt nochmal komplett weiter das Mod-Zeugs an. Das heißt, das kann weg, das kann weg. Alter, wie die auf die Eier gehen. So. Mandrake und Snowbell und Belladonna. Ich glaube, Alraun sind mal die wichtigsten, so geht eigentlich. Ich müsste 8 machen, so 64 Felder eigentlich haben, theoretisch.
So, dann als nächstes Wichtiges hier die Schneeteile. Und dann ansonsten am Anschluss hier die Belladonna. Hört sich an wie eine spanische Schönheit. Belladonna. Aber in welcher Sprache heißt es denn Bella schön? Irgendwo heißt das, glaube ich, schön. Ich weiß nicht. So, dann alles, was wir übrig haben, kann raus. Eisenhiel kann raus, Schneeball kann raus, Mandrake kann raus. die können raus. Und ja, ich brauche Eier. Zwar dringend. Ich brauche dringend Eier. Spark, besorg dir mal Eier. Ja, ich besorg mir gleich mal Eier. Ich brauche zum Glück noch Hühnchen. Man kann die ja eigentlich theoretisch praktisch. Gibt sie schon raus? Nein, sind noch nicht fertig gewachsen. Sind noch nicht fertig gewachsen, okay. Man kann sich eigentlich Chickens irgendwie herholen. Das Problem ist halt, es geht nicht immer so leicht. Ich ärgere, dass hier gerade ein kleines bisschen so nicht weiterkommen. Ich würde nochmal schnell eine Spritze von mir rausfeuern, im Sinne von Blut abzapfen, damit ich mein jetziges Plus-Enderman-Gen auch noch habe, gesichert habe. Einmal zentrifugieren. So, das ist nämlich jetzt noch das Enderman-Plus-Fliegen-Gen, das hier oben ist nur Fliegen-Gen. Vielleicht kann ich die verkaufen oder halt zwischenlagern. So. Ich brauche tatsächlich Eggs. Eggs, Eggs, Eggs. Und dafür fliege ich mal ein wenig hier drüber. Wie kann man sich denn die Safari-Netz basteln? Safari-Net reusable. Brauche ich eine Gasträne und Enderperlen. Ich habe leider nicht so viele Enderperlen. Kann ich die Enderperlen auch irgendwie kriegen? Nein, kann ich nicht. Single-Use gibt's aus, ja, Steinball-Dings, aber... Kriege ich einfach Steinball her? Ich glaube nicht. Leder, sondern ist einfach. Ich brauche eine Gasträne und eine Enderperle in diesem Sinne. Ich habe hier irgendwo mir schon Portal-Zeugs, also Obsidian gefarmt. Ich heißt, ich kann Portalball machen. Ich gucke nochmal schnell hier drüben, ob noch ein paar Chickens rumlaufen. Ansonsten weiß ich nicht, ob ich die Zeit sinnvoller nutzen kann. Ich glaube nicht. Ich muss einfach gucken, ob ich irgendwo Chickens finde. Ich weiß, hier sind überall welche rumgeflitzt. Und ich hoffe mal, dass hier irgendwo noch Eier rumliegen. Auch wenn es nicht leicht ist, höchstwahrscheinlich. Ansonsten könnte ich, ich könnte noch was machen. Ich könnte vom Enderdrachen mir, das Gen holen. Das ist eigentlich eine saugute Idee gerade. Vom Enderdrachen das Gen, das geht eigentlich recht easy sogar. Ich muss einfach ganz kurz hin, dann. Scraper machen, ey, suche ich kurz einen Drachen. Ich muss nämlich dafür nicht den richtigen Enderdrachen nehmen, es geht auch von Mobs. Und deswegen gehe ich mal hin und gucke mal, ob hier irgendwo ein Ei. Danke, das habe ich gesucht. Hier ist noch ein Hühnchen. Ich weiß, die rennen hier mal rum. Ja, wenn ich komme, legen die Hennen alle die Eier. Ich weiß, es gibt jetzt gefunden. Habe ich irgendwo noch ein Chicken übrig? Ich weiß es nicht. Ich muss echt mal Hühnchen besorgen. Ansonsten gucke ich erstmal, ob ich einen Enderdrache finde. Im Sinne von jemand anderem. Ich meine, ich füge diesem keinen Schaden zu. Er wird dadurch nicht sterben oder angegriffen. Ich versuche nur ein paar Hautschuppen hier zu schnappen. Und ihn abzukratzen. Die wachsen ja wieder nach, macht er nichts. Also ein Drache damit kein Problem, wenn er ein Schüppchen abkratzt. Nur damit ich seine Gene habe. Yeah. Seine Gene. Von auch niemand gebaut. Yay. Und nein. Ein Pool. Aber ich sehe immer noch keinen Drachen. Irgendwo hier war bestimmt noch ein Drache, der rumgegammelt hat. Drache. Ich weiß gar nicht, wer aktuell einen hat. Ich gucke mich einfach gerade mal um. Irgendwo müsste hier bestimmt einer rumlatschen. Drache. Vielleicht hier vorne irgendwas. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht hatte Tim irgendwie noch einen oder so. Ansonsten stand hier doch irgendwo mal ein Wasserdrache. Drache. Hallo, Drachelchen. Alles gut bei dir? Ich finde keinen. Nee, hier in dem Sinne ist gerade keiner. Hier stehen auch nur Maschinen größtenteils. Ich suche aber einen Drachen, einen Dragon. Einen richtigen Drachen. Richtig großes, schuppiges Tier. Tut mir froh. Ich will nicht meine eigenen jetzt benutzen, weil die brauchen eh eine halbe Stunde, bis sie geschlüpft sind. Oder so. Deshalb, ja, ich finde halt jetzt hier gerade nur keinen. Haben wir echt keinen Drachen. Ich habe doch hier die ganze Zeit mal einen gesehen gehabt. Der war doch einer. Irgendwo ist hier doch einer rumgegangen. Nee, anscheinend nicht. Vielleicht einer, ich weiß es nicht. Steht hier. Kein wilder Drache, der gehört Kedos. Die Frage ist, wo ist der Drache? Kann ich gerade mal durch? Hier ist nichts drin.
Na gut, kann ich ja vom Zombie auch nochmal Schuppen holen. Ja, hallo Zombie, hallo Zombie, hallo Zombie. Boah, mehr kann ich, so viel kann ich gar schon wieder einsammeln. Hab ich eine Luggage dabei? Ja, nein, hab ich nicht. Ja, das reicht auf jeden Fall schon. So. Vom Zombie die Hautschuppen, da kann ich mir Resistance geben. Naja, ich sehe keinen wilden Drachen. Was ich ehrlich gesagt ein bisschen schade finde. Aber Enderdrache wäre cool. Ich will nur ganz kurz ankratzen, so. Ankratzen und dann verschwinde ich wieder. Ich verliere dadurch auch keine Leben. Nee. Wir haben irgendwie keine Drachen mehr hier. Also zumindest finde ich keinen. Ich weiß auch nicht genau, wo die anderen wohnen, aber... Ja, das legt sich jedenfalls. Aber ich kann es mal mit dem Mutantes gleich probieren. Ja. In Hoffnung, das geht. Danach brauchen wir Spanish Moss. Mit Spanish Moss können wir uns Vodopuppen machen. Dass wir zum Beispiel vom Tod beschützt werden. Das geht alles. Und ich sollte immer unten rumfliegen, weil falls ich einen Huhn sehe, kann ich das einsammeln. Dum, 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 dum. Vielleicht mal hier die Zombie-Gene durchzentrifugieren. Bin durchgehäckselt einmal. Und dann kommt vielleicht was Sinnvolles bei raus. Mal kurz pennen gehen. Pennen, danke. Dum, dum, dum. Schon wieder bei 11 Minuten, meine Freunde. Das geht so wahnsinnig schnell um die Zeit rum. Also, da mal rein dementsprechend. Ja, dann, Was ist der Organic Drop auch mit raus? Achso, ich muss hier mal nachlegen gleich. Ja, ja, das mache ich noch. Enderman Skin Scales. Vielleicht kann ich ja auch noch, weil ich hier genug Zeug übrig hatte, mir hier rausholen. Aber ich ruhe hier gerade nochmal, dieses entsprechende Ding hier zu machen. Kannst du eigentlich drin lassen, oder? Glaube ich jedenfalls. Hint of Rebirth. Sollen wir das Ei reinlegen? Kriege ich einmal links raus. Ja, das bleibt alles reinlegen. Das ist schön. So, dann, nächster Versuch gleich mal. Moment. Moment. Muss mal kurz hier nachlegen in den Steam Dynamo. Reicht das schon? Schau einfach rein. So. Denn jetzt wird schön Energie produziert. Die wieder und die wieder, und wenn ich drüben muss, kann ich die da schon reinlegen. Die wieder und die da und die wieder und die wieder und die wieder und die wieder und die wieder. Hin und her switchen immer die ganze Zeit. Ich meine, klar, es braucht immer eine Sekunde, bis durch ist, aber ups, das wollte ich auch gar nicht zur Erde machen. Ja, siehst du, irgendwann kommt man durcheinander mit seinem Rhythmus. Den da nochmal und. Den da und 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 den da. Da eine Zelle rein. Hier Skin Scales rein. Zelle raus. Kann man 3000 Sachen gleichzeitig machen, sonst wäre es ja langweilig. Ups, die da muss da rein. Die da muss da raus. Die da muss da rein. Die da muss da raus. Die da muss da rein. Ich kann nicht mehr Resistance spritzen. Ohne Witz. Resistance wäre stark. Richtig stark. Kriegt man schon mal nicht so leicht down. Wieder nochmal. Wieder raus, wieder rein. Wieder raus, wieder rein. Wieder raus, wieder rein. Wieder raus, wieder rein. Also voll das Multitasking gerade, auch wenn man irgendwie benutzen hin und her switcht. Gut, das müsste eigentlich alles schon gewesen sein jetzt. Raus, rein. Raus. Rein, raus. Hin und her switchen. Organic Drops kann ich gerade mal wieder auslagern. Brauche ich gerade nicht. Raus damit und raus damit. Und als nächster Schritt. Vielleicht sollte ich noch mehr Overclocker machen, irgendwie hier draufhauen. Den Decryptor. Oh ja. Ich glaube, ohne Scheiß, ich sollte mal hier nochmal mehr Overclocker einmachen, damit es noch schneller geht. Ist ein bisschen übertrieben dann irgendwann, aber naja. Also, Zombies müssten Resistance haben. Ich weiß nicht, ob noch irgendwas. Bin ich mir nicht so sicher, aber Resistance ist äußerst hilfreich. Kriegst du weniger Schaden. So am 20% bei Resistance 2 oder so. Oder 40%, ich weiß es nicht genau. Aber bei Resistance 5 kriegt man komplett alles wegisoliert an Schaden. Kriegt man gar keinen Damage mehr. Aber das kriegt natürlich nicht hin.
Das geht natürlich nicht. Ich weiß nur nicht, ob sich Resistance-Effekte stacken. Also wenn du Resistance 2 hast, nochmal auf eine andere Art und Weise auch 2 hast, ob sich dann noch 4 stackt. Das wäre richtig cool. Du kannst echt unsterblich werden für eine gewisse Zeit. Wirklich unsterblich. Kannst ganz Void fallen und wirst unsterblich. Fällst hier unten einfach einen ab. So, dann kann ich jetzt hier, Basic Gene. Okay, ist nicht so der Hammer, aber... Basic Gene. Die brauchen wir trotz allem immer mal wieder. Hier, Resistance. Also. Speed wäre noch cool. Basic Gene. Geh nochmal rein. Resistance wieder. Guck mal ein bisschen auf die Uhr jetzt gleich. Nochmal Resistance. Das wird so OP. Wir werden dann zu einem menschlichen Panzer. Spark. Der sparkische, sparktastische Panzer. Resistance. Übelst stark. Basic Gene. Nenn mich dann den Spark-Panzer. Sparkopath. Nicht Leopard, sondern Sparkopath. Nicht mit Psychopath zu verwechseln. Sparkopath. Ist viel cooler. So wie Leopard. Gibt auch einen Panzer, der heißt Leopard, irgendwas. Resistance. Reinpfeifen, nochmal Resistance. Also es dürfte, glaube ich, reichen, damit wir komplett das Gen anreichern können. Ich denke mal, das ist ausreichend. Aber das seht ihr dann in der nächsten Folge. Dann werden wir den Spark-Panzer machen. Muss natürlich sein, also... Unbesiegbar werden wir sein. Pokémon. Müsste der Beste sein. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Ich bin dank fürs Zuschauen. Hier kommt der Cut und tschüss. Kurz raus hier.